Ja, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. Ich zeige euch hier nach und nach meine verschiedenen L-Boxen oder Sortimo-Boxen. Ich habe die alle in dem Bosch-Branding, in diesem dunklen Blau. Und ja, habe euch jetzt schon einiges gezeigt von Elektrowerkzeugen, wie ich die unterbringe, mit vorgefertigten Einlagen, mit selbstgebauten Einlagen. Habe euch die ein oder andere Lösung auch gezeigt, wie ich mein Werkzeug und auch individuelles Material zu den verschiedenen Baustellen transportiere. Ja, und da machen wir heute mal mit zwei Boxen weiter, die ja, wo es vor allem um Kleinzeug geht. Genau, von außen ist es ja, eine alte Box, also eine L-Box G, nicht G4, also sprich nicht die neue Generation. Die 102er Höhe, also die kleinste, die niedrigste, die es gibt. Wie immer von allen drei Seiten beschriftet, damit man also im Rack oder im Regal immer sieht, was drin ist. Hier steht jetzt Ersatz drauf und tatsächlich sind da Ersatzteile und Kleinteile drin, die man einfach ja, im Laufe der Zeit immer wieder mal griffbereit haben sollte und braucht. Das sind Inset-Boxen. Die gibt es in verschiedenen Layouts. Sieht eigentlich immer so aus, dass links, das ist rechts, also rechts und links, hier so eine Inset-Box U3 ist. Das sind diese grauen, die halt hier auch so Trennbleche haben. Und dann ist mittig entsprechend Platz und der wird durch diese verschiedenen bunten Kästchen unterschiedlich genutzt. Da gibt es also verschiedene Anordnungen von den verschiedenen Boxen und Fächern. Für die alten Boxen sind die eben halt farbig, für die G4, für die neuen Boxen sind die alle schwarz. Gibt es aber auch in verschiedenen Einteilungen. Ich habe mich jetzt hier für dieses Layout entschieden, weil ich schon vorher wusste, dass ich ein paar Bohrer haben werde. Da fand ich jetzt diese Orangenen hier ganz praktisch, einfach weil sie länglich sind. Oder hier Sägeblätter. Und ja, ich wusste, dass ich ein paar kleine Fächer habe und dass ich auch ein paar große Fächer habe. Ihr seht, dass noch ein bisschen Platz ist, kann also noch durchaus was rein. Und ja, wie gesagt, die Kiste benutze ich einfach für alles, was man so an Ersatzmaterial hat. Reservebohrer, Sägeblätter, noch ein bisschen Lötzinn, Bits, Sägeblätter, Trennschleifer, Blätter, Messerklingen und so weiter. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was man auch mit zur Baustelle rausnimmt. Also müsste jetzt nicht unbedingt in der L-Box untergebracht werden. Aber ich fand es sehr praktisch, das einfach auf diese verschiedenen Boxen aufteilen zu können. Wenn man damit arbeitet, sehr wichtig, so eine Deckeleinlage mit dazu zu nehmen. Die sorgt dafür, dass diese Boxen alle nach oben hin abgeschlossen sind. Das heißt, wenn man die zumacht, gibt es also keine Chance oder kein Risiko, dass die einzelnen Sachen in der Box durcheinander fallen. Also dass jetzt hier ein Bohrer rausrollt oder so. Das heißt, das sorgt dafür, dass das Ganze sauber verschlossen ist. Ja, mehr gibt es da an der Stelle eigentlich nicht zu sagen. Das ist die Box für Ersatzteile. Dann habe ich hier eine 136er Box, also die etwas größere Höhe. Steht Zubehör drauf, auch wieder an allen Seiten beschriftet. Und ja, die sieht im ersten Moment von innen auch mal sehr ähnlich aus. Auch wieder die Deckeleinlage für die G-Box, für die G4-Box. Die Deckeleinlage sieht anders aus, weil das Deckellayout anders ist. Also hier eben drauf achten. Und ja, auch hier Inset-Boxen. U3, diese grauen an den Seiten. Und innen drin wieder ein Layout an bunten Boxen. Ihr seht, hier habe ich andere Boxen jetzt genommen, etwas größere Boxen. Und hier habe ich alles an, ja, ich sag mal, Zubehör und an Kleinteilen drin. Ja? Also alles, was man für Maschinen braucht, aber was vielleicht zum einen in der entsprechenden Box der jeweiligen Maschine keinen Platz mehr hatte oder was man halt so selten braucht, dass man es einfach nicht immer mitnehmen möchte. Hier für eine Bohrmaschine zum Beispiel Lochsägen-Set oder hier diese Bürsteneinsätze. Für die Flex den Schlüssel.
aber auch hier, Maurerschnur, so Sachen halt. Man könnte natürlich theoretisch auch einfach einzelne Fächer mitnehmen, wenn da der Bedarf besteht. Hier habe ich jetzt Forstnerbohrer und Kegelsenker drin oder Klemmen, hier Locheisen, Schleifklötze, also wirklich Zubehör für Geräte oder hier zum Beispiel für eine Wasserwaage entsprechend. Alles, was so an Zubehörteilen für die verschiedenen Maschinen so im Laufe der Zeit anfällt. Das Besondere hier ist vielleicht noch zu erwähnen, dass das hier auch in zwei Ebenen funktioniert. Diese Insetboxen sind normalerweise für die 102er L-Boxen, das heißt für die etwas niedrigeren Boxen. Gibt es auch nicht in der Höhe meines Wissens nach, die also die komplette Tiefe hier ausnutzen. Deshalb habe ich so einen Einlegeboden besorgt. Den gibt es also auch passend dann dafür. Und das ist dann hier, sind das diese Griffflaschen. Da kann man jetzt reinfassen und kann diesen gesamten Einsatz rausnehmen. Das ist einfach nur ein Blech. Das ist hier gekantet. Das heißt, diese Boxen, diese Insetboxen, fallen da nicht runter. Seitlich wird das durch diese U3, durch die grauen Boxen gehalten und ja, mittig sind dann die Abkantungen entsprechend dann da. Das ist, soweit ich das sehe, erstmal so nicht vorgesehen für das System. Eigentlich ist dieses Blech vorgesehen, um das in den ganz großen L-Boxen auf einen Metallrahmen zu setzen. Das habe ich aber jetzt hier nicht gemacht, weil der Platz, der jetzt hier noch nach unten hin ist, ist relativ gering. Ich wollte den aber trotzdem nutzen und wollte hier noch ein bisschen loses Material reintun. Also habe ich einfach hier in den Ecken eine kleine Dreieckleiste eingeklebt. Ja, die hat halt hier in den Ecken überall die entsprechende Höhe. Auf diesen Ecken sitzt dieses Einlageblech auf und ja, dadurch hat man halt hier nicht mehr viel, aber noch ein 2,5 cm Platz ungefähr, um noch Einzelteile unterzubringen. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Nietzange, ein Umleimer, Messer, Blechschere, einfach was man noch irgendwie so hatte, was man noch unterbringen möchte. Ist vielleicht auch noch nicht komplett fertig. Natürlich hätte man jetzt hier noch die Möglichkeit, vielleicht selber mit dünnen Leisten Fächer vorzusehen oder vielleicht mit Pappe irgendwie was zu bauen oder mit dünnem Blech. Werde ich vielleicht noch machen, weiß ich noch nicht genau, ob und wie. Oder ob vielleicht noch was anderes reinkommt. Jetzt für den ersten Moment ist es so erstmal in Ordnung für das Zeug, was dann da so reinkommt. Und vielleicht kommt mir da noch eine Idee zu. Fand ich aber, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um diesen zusätzlichen Platz in der 136er L-Box auszunutzen. Mit eben diesem Blech, was eigentlich für die großen Boxen geeignet ist. Und den Insetboxen für die 102er. So, so passt das. Deckeleinlage hatte ich schon angesprochen bei der letzten Box, auch hier wieder, um das nach oben abzuschließen. Und so ist alles an Zubehör dabei, was man noch so für die ganzen Maschinen hat. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht war die ein oder andere Idee für euch auch mit dabei. Lasst mir gerne ein Like da und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder anklickt.